Ganz oft, liebe Schwestern und Brüder, ist es bei den Prophetenworten so, dass in dem Moment, in dem sie verkündet werden, etwa beim Propheten Jeremia, der Jerusalem immer wieder das Unheil androhen muss, das dann eintritt, das Exil, das die Stadt erobert und vernichtet wird, dass die Menschen das gar nicht verstehen und hören wollen, weil sie sagen, schau dich da um, wovon redet der überhaupt? Hier beim Propheten Sacharja ist es umgekehrt. Da kommen die Menschen aus dem Exil zurück, in das sie entweder nach Ägypten freiwillig gegangen sind oder nach Babylon verschleppt wurden. Deshalb Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Aber man sieht das noch nicht. Das ist alles sehr erbärmlich. Es gibt noch keinen richtigen Tempel, dass die Stadt, eher sieht aus wie ein Ruinenplatz, dass da wieder Generationen groß werden, wie das der Prophet schildert. Das erscheint euch zu wunderbar, lässt Gott den Menschen ausrichten. Aber ist es auch für mich zu wunderbar? Und als dann die Entwicklung in diese Richtung geht, auch wenn sich Menschen an dieses Prophetenwort erinnern, kann man zu Recht fragen, ist dieses Wort damit ausgeschöpft? Ist es damit erledigt? Legen wir sozusagen ein solches Wort zu den Akten? Und betrachten wir die Heilige Schrift als eine Aktenablage für das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist immer lebendig und es wirkt immer. Es hört nicht auf zu wirken, bis auf den heutigen Tag. Deshalb können wir auch dieses Wort an uns gerichtet hören. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass die frühen Christen ein solches Wort auf sich selber beziehen, indem sie merken, Menschen strömen an diesen Ort, gerade der Evangelist Lukas in seinem Zeugnis ist das so deutlich, die Kirche versammelt sich in Jerusalem, schon die Apostel mit Maria beim Pfingstereignis, dann strömen alle Sprachen dorthin, sie werden verstanden. Es ist Jerusalem der Ort der Kirche. Das ist ein anderes Wort sozusagen beinahe für Kirche bei Lukas. Und an ihr erfüllt sich das, was Sacharja vorhersagt. Und es hört nicht auf, sich zu erfüllen, indem die Menschen von Ost und West, von Nord und Süd gesammelt sind, wie wir das manchmal am Beginn der Sonntagsfeier singen, dass das Feuer hinausgestreut wird in alle Völker und sie gesammelt werden zu dem einen großen Fest an dem einen großen Ort. Das Wort Gottes hört nicht auf zu wirken und es wirkt auch an uns, wenn wir es denn an uns nur wirken lassen.